So, Mahlzeit. Ich brauche jetzt erstmal ein Hotelzimmer hier. Boah, richtig schöne Marmorierung hier. Weil es lockt ein Level ab, wie ihr sehen könnt. Oder irgendein Bettlerbett. Aber hier in Bruma, das heile Welt, hier gibt es keine Bettler. Magiergilde. Ah, ja. Und hier Morgen. Hammer und Axt. Morgen. Oh, ich darf nicht vergessen, den Ring noch auszutauschen. Zack, Ring der Stahlhaut. Den habe ich nämlich gefunden. Ich glaube, in Oblivion drinne auch sogar, oder? Also, das war echt die mit Abstand fetteste Oblivion-Ebene. Auf keine Ahnung, habe ich hier so viel Bitte, Zeit. nur eine. Ein Ich spare, um Medizin kaufen. Hier, nimm. Möge der Schatten euch segnen. Ja, dich auch. Ah, Alter, ich gehe mir selber schon auf den Sack damit, sorry, aber es ist einfach zu sehr eingraviert ins Land. Was Ich ist? habe immer in meinen Let's Plays, habe ich doch irgend so einen Gothic-Spruch, der nicht mehr weggeht. Hallo. Hi. Was wollt ihr? In the bed. Okay, dann halt Auf nicht. Wiedersehen. Womit kann ich? Bed. Ich habe eine Kammer. Und noch dazu eine Eine günstige. Kammer! Wie wäre es? Aus dem Ruhrpott. Okay, ich nimm's. Na gut. Geht die Treppe Treppe hinauf hinauf, und nehmt die erste erst Türe Türe rauf. rechts. Ja, okay, danke. Ich wünsche euch eine gute Treppe Reise. rauf, erst Tür rechts. Zack. Checkt ja jeder mal lieber zu. Man kann ja nie wissen. Und gute Nacht, gute Nacht. 9 am. Nee, eine Stunde reicht. 3,433 €. So, hier diesmal kein speziell Boni, aber ich kann nie stark genug sein, weil ich will natürlich immer viel tragen können. Ist doch klar. Geschick auch nochmal hochballern. Also Stärke jetzt auch nochmal hoch. Und Konstitution. Oder Schne nee, Schnelligkeit habe ich beim letzten Mal nur wegen des Bonus genommen. Ansonsten nehmen wir wieder Konstitution, wodurch sich dann auch noch mal mein Leben verbessert. Der Lebensenergie liegt fest, wie sie ansteigt, wenn ihr schlaft oder wenn die Stufe aufsteigt. Ja. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das so gemeint, dass meine Lebensenergie geil, dass meine Lebensenergie durch einen Stufenaufstieg dauerhaft mehr wird, wie bei Gothic 1 und 2? Oder ist einfach nur gemeint, dass ich mich zum gewissen Prozentsatz Geht heile es euch? beim Stufenaufstieg? Wie ist das gemeint? Könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben, wenn ihr es wisst. Danke, lieber speichern. Oblivion läuft zwar bisher hervorragend, fast noch nie oder noch nie abgestürzt, aber man will es ja nicht provozieren. So, jetzt hier bitte mal ganz vorsichtig. Was habe ich über. Welche Quest ist denn gerade aktiv? Wir kümmern uns um Lex. Ja, genau, dieses Schreiben und dies, das. Hatte ich schon wieder halb vergessen, in welcher Quest ich da gerade drin stecke. Aber jetzt weiß ich es wieder. The Gold Root. Gümmet-Höhle. Grünmet-Höhle, achso. Gümmet habe ich gerade gelesen. Was soll man das. Manchmal liest man so Wörter, wo man dazu denkt, ja, okay. So, man checkt zwar nicht, was heißt, aber man denkt gar nicht drüber nach, dass man es nicht versteht. Man nimmt es einfach so hin. So hatte ich auch neulich. Habe ich irgendein Video geschaut, wurde irgendeine Papierart genannt. Dann so, das sind bla 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 Papiere. Ich so, alles klar. Ich wusste nicht, was heißt, aber erst Stunden später fiel mir so ein, hey, ich habe gar nicht gecheckt, was da gesagt wurde. Und ich habe es einfach so hingenommen. Einfach abgenickt. Ja, passt. So, versteht er. Ist okay für mich, habe ich gedacht. Ja, was, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay, genau. Dann, ich will nämlich wieder zu dieser Taverne, versteht ihr? Tor nach oben. Hier ist das und dann ist hier wieder diese Herberge und da habe ich mich wegtherapiert und da geht's jetzt weiter. Vor diesem Oblivion-Tor quasi. So, boah, wunderschön auch. Herrlicher Tag. Let's go. Geil. Und ein schön leeres Inventar habe ich auch noch. So kann es weitergehen. So fühle ich mich richtig wohl und für die Reise gewappnet. Kann man eigentlich sein Pferd irgendwie durch Pfeifen etc. zu sich herlocken? Immer schön die Akrobatik durchspringen, hochprovozieren. Ich dachte gerade, da wären Fliegenpilz, aber das ist eigentlich auch keine typische Location, in der in diesem Spiel Fliegenpilze wachsen. So hätte ich eigentlich wissen sollen, aber gut. Pfeilwurz. Für mich als Schützen natürlich die erste Wahl. Hat der einen Vogel? Oh, eine Ruine da oben? Nö. Mach ich jetzt nicht.
Boing. Geile Lichtstimmung hier mal wieder. Ich kann es nicht anders sagen. Geiles Licht, geiles Leben. Muss man so festhalten, ne? Wow, Innos schon wieder. Aber das ist doch irgendein Daedra-Heini hier, oder? So wie der mehr aus... Boah, da hinten ist schon wieder so ein Oblivion-Tor. Sie sind einfach überall. Sie haben dies hier angerichtet. Soll ich solche Dungeons eigentlich, wenn sie sich mir darbieten, immer gleich mitnehmen? Oder soll ich damit immer erst... Wisst ihr, sonst komme ich halt nie ans Ziel. Aber so ist es halt generell in solchen Spielen. Die sind halt so aufgebaut, dass man immer irgendwas anderes noch findet und so. Also, ja. Steintür. Und dann, wenn ich es jetzt nicht mache, wann mache ich es dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Egal, ich will jetzt mal wissen, wie diese Quest... Oh, wow! Ich will jetzt mal wissen, wie diese Quest weitergeht. Wo ist das Viech? Da. Ach, der wurde jetzt verzaubert. Und das kann sich nicht wehren? Oder was bewirkt die Verzauberung? Stumpfe Waffe, Fächer. Eberfleisch bedeutet Lebensenergietrank. Jetzt muss ich aber mal abchecken. Was bewirkt denn die Verzauberung? Feuerschaden und Entzugschnelligkeit. Alter! Entzugschnelligkeit, das heißt, die sind so langsam, die können. War der gerade so langsam durch diesen Entzug, dass er sich gar nicht mehr bewegen konnte? Alter Schwede. Das wäre natürlich Premium. Oh, hat sich sehr gelohnt, hier hinzukommen. Truhe, eine Waage, nein, danke, aber. Die Truhe wiegt nichts, nehme ich mit. Sehr schön. Ja, weniger schön, dass sich der Himmel gerade schon wieder rot färbt, weil Oblivions unheilige Brut. Ja, unterwegs ist, wobei meine Keule ja auch schon so Oblivion-Optik hat. Bringt mal ein bisschen Abwechslung so optisch mit rein. Ins Bild. Hat den Donnerkrallen. Oh, hi. Okay, jetzt will ich nochmal abchecken, ob das bei so einem Wolf auch funktioniert. Boah. Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum ihr geschrieben habt, dass ich damit quasi schon gewonnen habe, wenn ich diese Waffe habe. Das ist ja abnormal, was man damit erreichen kann. Ladung und dann einfach wieder aufladen und dann hält das für immer quasi, oder wie? Alter! Wenn das wirklich so wäre, wow! Position ziehen den Wegesrand, roter Klatschmorn. Oh ne, was laufe ich für ein scheiß Ginseng? Das sah von der Ferne gerade wie Klatschmann aus. Schaut mal ein Video, Übernachtung im Sumpf oder Sumpf, Übernachtung und Sumpfwanderung oder ich weiß nicht, wie es heißt. Such einfach Merlin, Übernachtung, Sumpf. Dann kommt ein Video von mir, da seht ihr richtig schön Klatschmann drin in dem Video. Unbedingt reinziehen und danach einen Kommentar schreiben, dass er von dem Video herkommt. Dankeschön. So, hä? Gerade war da noch was und jetzt fliegt einfach ein totes Pferd rum. Ein Rappe. Rest in Peace. Hä? Und ein Scamp. Scamp Haut, die nehme ich mit. Na? Schützen und dienen. Das ist unsere Aufgabe. So ist es. Ciao. Hat ja gut geklappt hier. Wertloser Dreck. Was? Was? Was ist das Problem? Hat er gerade zu mir? Lebt wohl, Bürger. Hat er gerade zu mir wertloser Dreck gesagt? Oder zu wem? Zum Rappe, der mir auch wehtut, leid tut. Schau mal, der hat doch ein Leben. Nee. Wenn ich auf den Feuer gehe und auf den Rappen, wird der Lebenszweigen von dem beim Rappen auch noch angezeigt. Na gut. Armer Rappe. Rest in Peace innen drin. Zack, zack. Jawohl, schön abgesahnt. Hä? Hi. Tja, wohin des Wegs? Na, da hat's ja jemand eilig. Und was ist das für ein Gehöft? Ah, eine Pferdekoppel. Verstehe. Hier könnte ich auch nochmal Herberge. Könnte ich mir hier ein Bettchen? Nö. Hab doch gerade erst genächtigt. Schön gemütlich in die Laken reingekuschelt, ne?
Nein, nein. Boing. Schmetterling schön am Rumkreisen. Alles klar. Boah, Alter, was ein Sprung. Aber sowas trainiert die Akrobatik auch sehr gut. Boah, schaut mal, es ist im Prinzip wie Fliegen. Beeinflusst Akrobatik auch, wie hoch man springen kann? Das ist ja irgendwann echt wie Fliegen. Ich glaube, in Nein. Ich habe Bock, diese Langsamkeit will ich jetzt mal. So, der müsste jetzt eigentlich schon gleich sehr viel langsamer werden. Aber wahrscheinlich, je nachdem, was von Schnelligkeitslevel jemand hat, muss man dem mehr Langsamkeitspunkte hinzufügen, dass das wirklich überhaupt merklich wirkt. Der hat wahrscheinlich ein hohes Schnelligkeitslevel, so gerade als Khajiit und ist deswegen. Und was ist das andere Gift, was da noch dabei ist? Feuerschaden, ja genau, drum ist der rot, Feuerschaden. Der die ganze Zeit auch noch wirkt, das ist ja richtig. Richtiger Jackpot. Leichte Rüstung, Mithril. Ja, ja. Kann ich mir erlauben. Können mir erlauben, alles mitzunehmen. Wow, Beine über Kreuz. Nicht schlecht. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Also, wie schaut's aus? Kann ich. Schutz 6. Und wo ist mein Ketten? Schutz 6 ebenfalls. Jetzt ist nur die wichtige Frage, was sieht cooler aus? Der sieht cooler aus. Er hat mehr Verzierung. Meine Mütze dazu. Noch unpassender, ja. Aber gut. Mithril Stiefel, Schutz 2. Hier auch Schutz 2. Ziehen wir die auch mal an. Boah, ja, schau mal. Jetzt habe ich auch so Rüstungsplatten auf den Schultern und so weiter. Ja, alles klar. Wenn ich schon keine bessere Rüstung bekommen, dann wenigstens eine schönere. Machen wir mal ein bisschen Licht an. Zack. Sehr gut. Miese kleinen Seifenblasen oder was da durchs Bild schwebt nach diesem Zauber. Schöne Grassteppe hier. Gut, gut. Nehme ich respektierend zur Kenntnis, ja. Wie schnell das Licht sich aufnutzt da rechts oben. Ich könnte mal meinen absolut verschwenderischen Heilungszauber. Da ist schon wieder diese komische Gestalt mit der Fackel. Naja, egal. Mir soll sie, kann dir doch egal sein. Ah, wild. Sehr gut. Das bedeutet mehr Lebensenergietränke für mich. Hahaha. Hä? Blutfleck vorhanden, aber Viech nicht. Ah, doch, da. Pfeilwurz auch mal wieder, sehr gut. Und da direkt danach ein Silberpfeil. Oh, schöne Stadt. Sehr, sehr schöne Stadt. Da war ich noch nie. Ich bin gespannt darauf, sie zu betreten. Kann es kaum erwarten sogar, wenn ich mal ehrlich sein soll. Es ist mir aber entschieden zu dunkel hier gerade. Sehe ich überhaupt nicht ein. Hätte ich mir einen Heilungszauber natürlich erst recht sparen können. Habe ich aber nicht. Ist auch egal, weil mein Mana eh wieder voll wird. Hahaha. Ha, ha. Sehr gut. Oh, na gut. So gut ist es auch nicht. Nämlich ziemlich neblig. Zwischen wie der Schmetterling hier. Der fliegt wie ein besoffener Schmetterling. Der hat ein bisschen zu oft am Likörglas genippt. Mit seinem Rüssel. Zack. Ah, ja. Ganz ruhig. Anvil. Ich denke, Anvil ist es auch, wo ich hin will. Pferdeflüstererstelle. Wisst ihr, so ein Typ, der sich so an Pferd hinlegt, so die Hand ans Ohr legt, so, hey, schon gehört. Und dann tuschelt der so, lästert über ein anderes Pferd ab. Sowas ist ein Pferdeflüsterer, ne? Willkommen in Anvil. Wenn ihr eine Wache braucht, seht euch einfach um. Richtig interessantes Gesicht. Seht euch nur um und es gibt eine Stadtwache. Verhindert Missverständnisse jeglicher Art.
kann es sein, dass die Sätze gerade vertauscht wurden. Auf jeden Fall passt die Stimme 1A zum Gesicht, würde ich mal sagen. Geht einfach weg. Was? Hey, das muss ich mir nicht anhören. Top Marketing für deine Stadt, was du hier betreibst, na? Ich möchte doch nur genug um meine... Ja, hier übrigens. Wenn ich ehrlich sein soll, ich könnte euch nicht zu einem einzigen besonderen Raum im Schloss den Weg weisen. Aber jeder in der Burg könnte das tun. Aber ich kann euch für lau mitteilen, dass es in der Burg viele Geheimnisse gibt. Es gibt versteckte Wege, geheime Bewohner. Sucht den Schmied. Das ist der Grundsprecher von George Clooney. Oder zumindest klingt er ähnlich. Der hat das Hörbuch von Metro 2033 gesprochen. Kapelle, was? Es ist unglaublich. Mitten in der Stadt und niemand hat etwas gesehen? Da fragt man sich doch, wie es um den Verstand der Stadtwache steht. Doch, ey. Die Pilgerfahrt. Okay. Möge Mystara euch segnen. Ja, dich auch. Okay, dann lesen wir mal nochmal nach, was der hier gerade gesagt hat. Kommen wir zum Glück. Ein Bettlerbericht mir, es gäbe vielleicht Geheimgänge in das Schloss. Ich soll mit den Hufschmieden aufsuchen. Ich weiß nicht ganz warum. Ja, dann suche ich den mal auf. Immer natürlich auch auf der Suche nach Nirnwurz. Oh nein! Schau mal, diese Stadt liegt direkt am Wasser. Wieso habe ich mich nicht nach Nirnwurz umgeschaut? Pflanzen enorme Zutaten wachsen. Bullshit, das liegt überhaupt nicht im Wasser. Oder vielleicht doch? Ja, da. Aber da bin ich besser bedient, wenn ich in der Stadt drin am Wasser. Sagt es. Was denn? Was, Mann? Der will mich provozieren, dass ich ihn provoziere. Der sucht nach einem Grund, mir... Ihr seid, hi. ...mich zu vermöbeln. Das sieht aus wie ein Maiglöckchen. Tigerlilien-Nektar. Na gut. La 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 la. Gähnen. Neues Thema, Pilgerfahrt. Als neues Thema auf einmal, okay. So, der Hufschmied, wahrscheinlich auch irgendwo im Burghof da drin. Die Goldküste, sehr, sehr schöner Name. So, hier muss aber irgendwo Nirnwurz wachsen. Das habe ich hardcore Morin. Hier stimmt doch was nicht. Das habe ich Morin. Wisst ihr, wer das sagt? Richtig, der Jäger. Mit dem man die Insel beim Gürger säubert in Risen. Boah, mein Akrobatik schnellt in die Höhe, Mann. Das kann man keinem erzählen. Schau mal, sogar hier eigene Hotels und so weiter. Richtig schön. Ich dachte erst, ja, das sei was dieses Schloss. Aber nein. Das hier ist einfach das Hafenviertel. Schöne kleine Häuschen. Hier zu leben hätte auch seinen Reiz. Hier ist die Welt noch in Ordnung. So, hier muss es doch irgendwo Nirnwurz geben, Mann. Geiles Schiff, hi. Oh, ich werde diese Kristallkugel niemals zurückbekommen. Was? Das ist eine Posse. Eine absolute Posse. Die Kristallkugel liegt da einfach im Laderaum, aber ich will verflucht sein, wenn ich an Bord zurückgehe. Und keiner kann mir helfen. Niemand. Nicht solange sich diese ganzen Geister an Bord herumtreiben. Ja. Ich nehme nicht an, dass ihr mir helfen wollt. Nein, schau natürlich mal. Nicht. Schau mal. Doch, doch. Natürlich nicht. Nie will jemand helfen. Das ist... wartet. Habt ihr wirklich gesagt, ihr könntet mir helfen? Ja, ja. Das ist ja wunderbar. Ich kann euch gar nicht genug danken. Doch, mit Gold. Seit meine Crew ermordet wurde, werde ich langsam verrückt. Das ist mein Schiff, müsst ihr wissen. Es heißt die Schlangenerweckung. Ich habe die Mannschaft angeheuert, damit sie zur Insel Sumaset segelt und ein Familienerbstück beschafft. Mir fällt gerade was ein. Die Kristallkugel meiner Mutter. Mir fällt gerade was ein. Und kamen auch unbeschadet zurück, aber dann wurden sie ermordet. Alle. Alle. Und jetzt spuken sie als Geister auf dem Schiff. Die Kristallkugel befindet sich in einer Truhe im Laderaum des Schiffes. Aber ich kann dort nicht hin. Bis zur Kapitänskajüte konnte ich mich durchschlagen.
aber dann hätten mich die Geister beinahe umgebracht. Scheiße. Holt die Kristallkugel und bringt sie zurück. Dann werde ich mich erkenntlich zeigen. Was mir passiert? Hier, diesen Schlüssel werdet ihr brauchen. Hab tausend Dank. Nichts zu danken, macht 3000 Mark 80. Naja, also mir ist gerade eingefallen, jetzt wo ich so einen Feuerbogen habe, müsste ich doch eigentlich auch in der Lage sein, mich mit Trollen anzulegen, richtig? Und dann hoffentlich auch, könnte ich ja die Trolle in der, also ich will noch nichts verraten, aber die Quest mit dem Maler, dann ist ein Hirnwurzen. Was meint ihr, wäre ich der Quest mit dem Maler dann gewachsen? Ich glaube schon, oder? Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das einschätzt. Aber Nürnwurz-Knebelvertrag lässt die Nürnwurz-Sucht im Müller aufbrodeln. Deswegen muss ich als erstes mal hier hin. Ihr erntetet mit Erfolg. Das wäre auch ziemlich gemein, wenn... Oh, da hinten schon wieder eins. Boah, was ist denn das für ein geiler Ort hier? Hier finde ich es gerade richtig angenehm. Sehr schön. Boah, ich muss auch mal wieder an Nordsee oder Ostsee. Ostsee letztes Jahr gewesen, auf Weg nach Skandinavien und dann an Nordsee vor Jahren mal auf den ostfriesischen Inseln. Aber da will ich jetzt eigentlich mal gerne auch vielleicht diesen Herbst oder Winter hin. Schon allein, um da geile Videos zu produzieren. Versteht? Überleg mal, was ich da an Videos machen kann. Wäre doch geil. Das ist dann auch nicht so arschkalt wie hier mitten hoch oben im Schwarzwald, wobei dafür geht ein starker Wind, der kompensiert es wieder. Peng. Peng. Okay. Also ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie es alles läuft. Wenn ich brauche Seelensteine und so weiter, um die Funktion des Bogens aufrechtzuerhalten, aber wenn ich dann keinen Seelenstein mehr habe, wie kriege ich die dann wieder und wie befülle ich die? Ich glaube mit den Pfeilen, die ich da habe, aber wenn ich die Pfeile abschieße, steht ja, diese Seele ist zu groß für einen eurer Steine oder sowas. So. Und was muss ich machen, dass das alles funktioniert? Versteht ihr? Das wüsste ich gerne. Also könnt mich auch mal informieren. Ich bin nur immer so zeitlich eingespannt. Versteht ihr? Ich freue mich auch, dass wir gemeinsam dieses Let's Play erleben dürfen, aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht unbedingt dazu komme, mir das Handbuch reinzuziehen. Vielleicht komme ich mal dazu, dann ziehe ich es mir rein, aber ich kann es halt nicht versprechen. Und das ist eben der Vorteil dadurch an YouTube, dass wir auch kommunizieren können, dass ihr mir schreiben könnt, wie Sachen funktionieren. Und dann kann ich sie im Let's Play umsetzen. So. Jo, hier ist leider kein Hochkommen. Boah, steile Küste hier unten. Wohnt ihr an der Nordsee oder Ostsee, können wir mal schreiben. So, zack. Boah, auf der Insel da hinten ist bestimmt auch irgendwo ein Nirnwurz. Auf jeden Fall Krabben, ich sehe sie schon von hier. Und Lotussamen in rauen Mengen. Das werden alles mal Federtränke sein. Das sind... Aha, hi. Sind Federtrank-Babys, die ich hier gerade pflück. Ja, voll versemmelt. Egal. Egal. Alles schön abstauben. Peng! Aber das auch im Doppelpaket war, so ein geiler Bogen verzaubert und dann auch eine verzauberte Keule. Da bin ich ja schon happy drüber, auch wenn natürlich der Schaden an für sich nicht so krass ist. Die Verzauberung ist krass. So, irgendwo auf dieser kleinen Insel gibt es bestimmt auch noch einen Nirnwurz. Ich werde den Strand extrem penibel abscannen. Hört ihr das? Da. Sieht aus wie ein Reptilienhort, die Bodentextur hier. Vielleicht wird meine Suche noch mit einer zweiten Nirnwurzpflanze belohnt. Schauen wir mal. Blocken. Geht eigentlich blocken mehr? Ja! Geil, Mann. Bald bin ich draußen aus dem Knebelvertrag.
Geht ab. Okay, wie auch immer. Zwei Nirnwurz habe ich hier schon mal. Das ist eine gute Ausbeute von dieser Insel, da will ich mich gar nicht beschweren. Einmal kurz schön hochheilen. Irgendwo greift mich gerade schon wieder irgendwas an. Mir doch egal. Ich freue mich sogar. Auch wenn ich gerade wahrscheinlich irgendein Fisch oder wahrscheinlich irgendeine Krabbe, ja. Mega der endlose Strand hier. Aber was passiert, wenn man versucht, hier außen rum zu schwimmen? Irgendwo endet doch dieser Bereich, der geladen wird. Wahrscheinlich einfach irgendeine unsichtbare Mauer. Wenn ich mal wüsste, wo mich hier irgendwas angreift. Ah, da ist schon wieder ein Nirnwurz. Ich habe nur noch Augen für ein... Boah, der Schatten sah gerade von hinten so bedrohlich aus. Dabei war es einfach nur diese kleine Krabbe. Flieg, kleine Krabbe. Also, jetzt haben wir doch hier irgendwo... Jetzt will ich mal schauen, wie viel Ladung 1200... Okay, die Hälfte noch ungefähr. Ne, ein Drittel nur noch. Benutzung 12. Wie ist das gemeint? 12 Schuss können ja wohl nicht gemeint sein, weil dann wäre ich ja schon längst... Wäre ich schon viel häufiger. Nochmal! Jo, es war mein reines Glück, dass ich... vom Schicksal an diesen Strand geschwärmt wurde. Aha, lustig, wie sie zappelt. Lecker, Seerosen mal wieder. Lotus. Lotusblume habe ich dich genannt, als die rote Sonne von Japan versank. La 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 la. Ah, süß, wie versucht da hochzukommen, kleiner Spatz. So, zack. Alles nehmen. Habe jetzt alles genommen mit E oder habe ich einfach nur. Ne, gar nichts. Ich habe einfach nur das Fenster geschlossen. So, hier Nirnwurz. Meine Begierde wird befriedigt. Peng! Und den gestohlenen Reparaturhammer will ich jetzt auch direkt mal verwenden. Dann habe ich den nämlich schon mal. Bin ich den nämlich schon mal los. Und immer schön Sachen reparieren, dass mein Level, mein Reparaturlevel steigt, dass ich irgendwann auch magische Sachen reparieren kann, weil ich muss, glaube ich, nicht nur die Verzauberung dieser Gegenstände aufrechterhalten, sondern auch die, ja, den Zustand allgemein. Und das kann ich nur, wenn ich ein gewisses Reparaturlevel habe. Boah. Hyazinthien Nektar. Geil, Mann, da werden so viele Federtränke entstehen. Ist so ein Spiel, ist halt schon eigentlich so richtig nerdig, so, wo man sich richtig rein. Das ist diese Pflanze, das ist die Blume, der Wasser, Hyazinthen und so weiter. Ich bin ja ein Echt-Irr so mit Pilzen und Pflanzen und so. Ich bin eigentlich ein Nerd in der echten Spielwelt, was die ganzen Sachen in der echten Welt angeht. So wie ein eigentlicher Nerd sich reinfuchst so in, boah, diese Pflanze in der und der Kombination bewirkt das und das. So bin ich im echten Leben. Wobei, es stimmt eigentlich nicht. Da müsste ich mich auch in Chemie und Physik und so mega rein. Das tue ich jetzt auch nicht, aber zumindest was die Natur angeht. Ein bisschen. Jetzt hat da oben noch mal eine Sau. Leider nicht getroffen. Tja, ja, blöd gelaufen, ne? Muss ich wahrscheinlich mal viel höher ziehen, so? Ne. Ach, das ist mega das Glücksspiel hier. Da hab ich. Hi.
Boah, mega die bedrohliche Mucke. Dö, da, da, da. Endlich habe ich. So, wisst ihr, so kommt ihr auf mich zugekrabbelt. Okay, hier durchs goldene Ähren streifig. Verträumt durch den Sommerwind. Und wo ist das Schwein? Warte mal, ich muss mal. Ach, komm. Der wird mal kurz ganz langsam gemacht hier, der Keiler. Der Arme, der kann sich gar nicht. Eigentlich ist es auch gemein, weil er sich gar nicht mehr bewegen kann. Schaut mal. Ich fühle mich da gemein, wenn ich sowas mache. Ich habe schon gesehen, da hinten kommt es gleich ein Dungeon und ich habe mega Bock, da eigentlich reinzugehen. Problem ist nur, dass ich schon wieder so ein volles Inventar habe, dass ich die Vermutung habe, es wäre klüger, wenn ich erstmal was verscherbe von dem Kram. Aber dann ist es nicht dasselbe. Dann ist es nicht so cool, wie wenn ich jetzt hier bin und dann wirklich im selben Fluss auch da reingehe. Das wäre eigentlich geiler. Naja. Ich gehe mal bis zur Eingangstür und dann schauen wir mal. Guck mal, da unten ist diese kleine Krabbe. So schnell bin ich hier hochgekommen. Ich liebe das auch, wenn man wandert und dann klettert man auf den Berg. Dann sieht man von oben in ganz klitzeklein die Stelle, wo man gerade noch war. In Spielen wie im echten Leben liebe ich das. What? Hab ich da Nunwurz irgendwo gesehen gerade? Nee, gerade nicht, aber vielleicht kommt da noch einer. Ahahaha. Hier wird abgestaubt. Ob ihr es glaubt oder nicht. Zack. Oh, wir sind schon bei 32 Minuten. So geht's natürlich nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Leben und einen wunderschönen Tag. Gerne den Daumen nach oben ballern. Vielen Dank. Und beim nächsten Mal werde ich mir das Dungeon End mal ein bisschen genauer anschauen. Und vielleicht sogar noch den ein oder anderen Nürnwurz an diesen Gestaden pflücken. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.